Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video online gestellt und da das ihr mir in den Kommentaren Fragen stellen konntet und die möchte ich heute beantworten und wir starten sofort mit den Fragen von Zack. Was machst du gegen eine Leseflaute? Eine Leseflaute hat bei mir zwei Gründe. Entweder bin ich krank und habe keine Ambition zu lesen oder das Buch gefällt mir nicht. Und dann muss ich entscheiden, lege ich das Buch weg, breche ich es quasi ab oder kämpfe ich mich dadurch? In den meisten Fällen kämpfe ich mich durch, obwohl das manchmal echt Quatsch ist. Aber so richtig große Leseflauten habe ich selten, weil hier, das sind alles Bücher, die ich unbedingt lesen will. Unbedingt, ja, wirklich lesen will. Ganz, ganz schnell. Und das motiviert mich und das treibt mich an. Magst du lieber Einzelbände oder Reihen? Ganz ehrlich, am liebsten mag ich Trilogien. Das ist für mich so die perfekte Menge quasi. Bei Einzelbänden bin ich manchmal so, wenn mir der Einzelband mega gut gefallen hat, bin ich enttäuscht und traurig, dass es da nicht noch einen zweiten und dritten Teil geben wird. Und alles, was über Trilogien hinausgeht, ist mir meistens zu viel. Irgendwann geht mir so der Elan ab, weiterlesen zu wollen. Meistens werden die Geschichten auch nicht so gut, wenn es über die drei Bände hinausgeht. Deswegen mag ich am liebsten Trilogien. Was hörst du für Musik? Ich höre ganz, ganz viel. Also ich höre alles, was so in den Charts läuft. Ich höre sehr gerne mal Hardcore, Punkrock, Rock, solche Sachen. Meine Lieblingssängerin ist zum Beispiel, ist zum Beispiel Pink. Was ich so gar nicht mag, ist alles, was so in diese Elektro-Richtung, Dubstep und so ein Gedöns geht, mag ich gar nicht. So, weiter geht's mit Enlim. Wenn du nur noch drei Städte auf der Welt bereisen dürftest, welche wären es? Dann würde ich mich entscheiden für... Dann wollte ich nochmal nach London, nach Venedig und nach New York. So, Lula fragt, hast du schon immer viel gelesen oder gab es einen Zeitpunkt, ab dem du dich mehr dem Bücherlesen gewidmet hast? Ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen, von dem Zeitpunkt an, wo ich in der Schule das Lesen gelernt habe. Ich weiß noch, wir durften uns dann immer am Anfang jeder Deutschstunde oder so, nehme ich an, vor die Klasse setzen und was vorlesen, was wir halt tags zuvor zu Hause geübt haben. Und da habe ich mich jeden Tag freiwillig gemeldet und ich habe jeden Tag zu Hause gelesen. Und es war von Anfang an so eine Passion. Es gab mal eine Zeit, wo ich weniger gelesen habe. Das war dann so im Höhepunkt der Pubertät, da hatte ich andere Sorgen. Was hat dich dazu bewegt zu lesen? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Mir wurde als Kind immer vorgelesen, aber ich lese sehr, 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 sehr viel mehr als zum Beispiel meine Schwester. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es unbedingt daran liegt. Das ist einfach so eine persönliche Sache wahrscheinlich. Ich mag es einfach und es entspannt mich tierisch, vom Alltag abzuschalten und da in so eine Welt zu fliehen, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich entfliehe nicht meinem Alltag. Aber ich kann dadurch mega gut entspannen. In heutiger Internetzeit ist es schwer, den Kindern das Lesen schön zu reden. Ich finde auch, man muss, darf Kindern das Lesen nicht aufdrängen. Manche haben halt einfach kein Interesse dafür. Das muss man dann auch akzeptieren. Ich fände es natürlich wunderbar, wenn meine Kinder sich genauso fürs Lesen interessieren würden wie ich. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht. Ich werde alles dafür tun, ohne zu drängen. Also ich werde immer vorlesen, so wie ich es jetzt auch mit Vince regelmäßig mehrmals am Tag mache. Und entweder sie interessieren sich dann genauso dafür wie ich oder halt nicht. Was so diese Internetsache angeht, da ist man auch immer als Eltern gefragt, das einzuschränken. Also wenn sie nicht tagtäglich stundenlang Zugriff aufs Internet haben, dann müssen die Kinder sich lernen, anders zu beschäftigen. Und wenn es dann Bücher sind, ist es natürlich super. Anina fragt, wie sieht deine Lieblingshandtasche aus? Ich bin da sehr praktisch. Wenn ihr meinen Instagram-Account verfolgt, wisst ihr auch, dass ich mich gerade zurzeit im Minimalismus übe. Ich habe also extremst aussortiert. Ich besitze jetzt nur noch drei Handtaschen. Der Rest ist wirklich rausgeflogen. Das ist zum einen meine Arbeitstasche, das ist so eine College-Tasche. Dann eine normale graue Handtasche, wo ein bisschen was mehr reinpasst. Und eine relativ kleine Wecki-Handtasche von Primark. Und das war's auch schon. Ja, wenn euch die Themen Minimalismus interessieren, googelt das mal. Geht zum bei YouTube ein, es gibt richtig tolle Videos zu dem Thema. Und es ist unglaublich befreiend, das kann ich euch sagen. Wirklich mal auszumisten, was man eh nicht benutzt. Wie oft liest du und wo liest du in deiner Freizeit? Ich lese schon jeden Tag. Jetzt im Urlaub natürlich mehr.
Aber gehen wir mal von einer normalen Woche aus, dann versuche ich schon mittags mal so eine halbe Stunde und abends, wenn Manu entweder beim Fußballtraining ist oder Spätschicht hat, lese ich. Wo ich lese, im Wohnzimmer eigentlich die meiste Zeit. Ich kann ehrlich gesagt ganz, ganz schlecht draußen im Freien lesen und im Bett. Ich weiß nicht so genau warum, wenn ich draußen im Freien bin, ist es mir meistens zu hell durch die Sonne auf dem weißen Papier. Und ich bin ja so ein fauler Mensch, ich habe keine Sonnenbrille mit Stärke drin, weil mich das eh nervt, immer mit dem Brillengewechsel. Und deswegen lese ich selten draußen und im Bett kann ich auch nicht lesen, deswegen meistens auf der Couch oder im Sessel oder so. Kati fragt, was ist deine stärkste Kindheitserinnerung? Das ist echt schwer. Meine stärkste Kindheitserinnerung ist meine Einschulung, also mein Schulanfang. Und wir waren in der Aula und haben alle in Reihen gesessen. Neben mir hat ein Junge gesessen, das war der Tom. Der hat mich überhaupt nicht interessiert. Und neben ihm saß ein anderer Junge, das war der Jakob. Und den fand ich toll. Also ab diesem Zeitpunkt an war ich in Jakob verliebt und das ist meine stärkste Kindheitserinnerung. Enlim fragt nochmal, hast du schon immer so viel und gerne gelesen? Ja, also habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, ist einfach so. Very Nice fragt, was machst du beruflich? Ich habe Hochzeitsplanung, Eventmanagement und Wirtschaft studiert, arbeite aber jetzt als Bürokauffrau, weil sich das mit Vince einfach im Moment besser regeln lässt. Ich arbeite so nebenbei noch ein bisschen im Hochzeitsplanung und Eventmanagement-Bereich, so für Privatleute können die mir Anfragen stellen und da mache ich noch ein bisschen was nebenbei. Aber ja. Ganz schnöde als Bürokauffrau. Und Enlim fragt nochmal die letzte Frage für heute. Könntest du dir vorstellen, selbst ein Buch zu schreiben? Früher als Kind, also wirklich, wo ich des Schreibens dann mächtig war, habe ich sehr, sehr viel geschrieben. Auch ganz, ganz viele Kurzgeschichten, hauptsächlich eigentlich Kurzgeschichten. Und dann so im Gymnasium, als es um dieses freie Schreiben ging oder darum ging, Geschichten weiterzuschreiben oder solche Sachen. Ich habe das geliebt. Das war für mich der Himmel auf Erden. Ich konnte da total abschalten. Es war richtig, richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich irgendwann mal Autorin werde. Und jetzt, wo ich eigentlich die Zeit hätte, also wo ich fertig bin mit meiner Ausbildung und allem, wo ich einen sicheren Job habe, wo ich die Zeit hätte und auch völlig frei darin bin, ich muss nicht unbedingt einen Verlag finden. Es ist für mich auch völlig okay, wenn ich mein Buch dann selber verlege. Habe ich eine Schreibblockade. Absolut. Mein Kopf ist leer. Mir fällt nichts ein. Ich weiß gar nicht, über was ich schreiben sollte. Das ist richtig, richtig komisch eigentlich jetzt, wo man so einfach drauf losmachen könnte und wo ich mir überhaupt keinen Stress deswegen mache oder Druck mache, habe ich einfach keine Ideen im Kopf. Das Thema ist aber noch nicht vorbei. Irgendwann macht es mal so Bing und dann habe ich die Idee und dann schreibe ich die auf und dann mache ich ein Buch draus und dann erfahrt ihr es. Auf meinem YouTube-Kanal. Keine Ahnung. Also, es ist schon noch so ein Traum, irgendwie ein Buch rauszubringen. Im Moment bin ich gerade so, dass ich gerne ein Kinderbuch schreiben würde und da mit jemandem gerne zusammenarbeiten würde, der das ganz toll illustriert. Da kenne ich ein paar tolle Leute, die fantastisch zeichnen können. Und ja, im Moment bin ich gerade so, dass ich gerne ein Kinderbuch rausbringen möchte. Aber auch da, es muss eine tolle Geschichte her und das muss bei mir pling machen. Ich muss jetzt die Idee haben, dann muss ich die aufschreiben, dann kann es losgehen. Deswegen, es kann morgen passieren, dass ich die Idee habe und anfange zu schreiben. Es kann aber auch noch 10 Jahre dauern. Wir werden sehen. Es ist noch so ein Traum. Ich möchte es gerne mal machen und mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. So, das waren eure Fragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!